Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Life After. Und ich habe ja gesagt in der letzten Folge, was wir in dieser Folge machen. Und ja, genau das machen wir jetzt auch. Und zwar zurück zur Sandsteinfeste. Ich will unbedingt wissen, ob ich da in der Mitte reinkomme. Und wenn ja, was sich da befindet, was mich da erwartet und so weiter alles. So, und dafür müssen wir aber hier hin, genau. Ein weiteres Mal. Wollen wir denn hier erstmal rein? Fliegen wir wieder mit dem Helikopter. Ja. Gut, alles klar. Das, was ich mir gerade gekocht habe, kann ich mir auch gleich erstmal reinhelfen. Ich glaube aber, ich habe vergessen, Verband herzustellen. Ich hoffe, so dringend notwendig ist es nicht. Hallo Kollege und Kolleginnen. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Dann werde ich mir mal den reinhelfen. Einfach nur so. Damit ich wieder satt bin. Okay, ich gucke mal auf der Karte, markiere mir den Punkt, wo ich hin möchte unbedingt, weil ich habe gesagt, hier will ich rein und das hier unten sieht aus wie so ein Eingang. Also werde ich genau da, genau, eine Markierung machen. Vielleicht kommen wir ja da in der Mitte rein, ich weiß gar nicht, so wie das aussieht, irgendwie noch nicht. Schwierigkeit 2, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich werde da einfach mal hin. So, und zwar muss ich in diese Richtung, ich hoffe nicht, ich hoffe es kommt nicht gleich ein Sandsturm. Aber kalt ist mir natürlich, obwohl ich eine Jacke anhab. Alles ein bisschen seltsam, ne? Gut. Ach ja, und ich habe wieder Baupläne zusammengepackt. Das heißt, ja, ich habe ein bisschen was Neues. Na gut, eine Sache einfach bloß, ne? Das, alles andere hatte ich ja schon. Ach stimmt, die Dinger, die wehren sich ja, ne? Und Penny ist auch bei mir, vielleicht holt er da auch noch ein bisschen Fleisch raus oder so. Das wäre natürlich überhaupt nicht verkehrt. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber kalt ist trotzdem, einfach nur weil es nachts ist, ne? Also, nachts, da kühlt es so und doll ab. Das ist ja unnormal. So, die werden so schnell gekillt, ne, von mir. Einfach nur, weil ich der Beste bin mit dem Knüppel. Was war denn das eben? Ach, Oliven. Ich wollte gerade sagen, da hat irgendwas rot angezeigt. Ja, die anderen hauen ab, weil die sind irgendwie... Ach so, sind noch Rehkitze oder was weiß ich, wie die heißen. Deswegen hauen sie ab von mir. Okay, wir müssen aber trotzdem in die Richtung. Wenn wir das Ding noch erwischen, dann nehmen wir das noch mit. Ach so, ein paar Steine. Ein Scheinwerfer da oben, okay. Der rennt zwar von mir weg, aber irgendwie treffe ich den nicht wirklich. Nö, gar nicht. Okay, hier sind wir schon mal richtig. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Ne, in die Richtung. Da drüben geht's wohl rein, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt unbedingt machen. Zombies höre ich schon mal, dann sind wir hier wirklich richtig. Die mache ich aber so ferne weg. So, schnell mal nachladen. Weg. So, ach so, und hier nehme ich auch alle vier mit. Also wirklich alles vier mit. Weil wir wissen ja jetzt mittlerweile, was wir damit anfangen können. So, wir wollen aber trotzdem da unten hin. Also müssen wir hier einmal durch. Selbst wenn jetzt aus jeder Richtung irgendwie ekelhaftes Gegrunze kommt, müssen wir jetzt wirklich so weit außen rum? Nee, ne? Hier will ich hoch. Hier einmal durch oder irgendwas. Verfolgen die mich jetzt oder was? Wechsel mal wieder zu dem Ding. Oh. Alter, was? Nicht so viele. Hilfe. Das ist ja nur einer. Trotzdem weg. Alter, was ist denn hier los hinten? Ich geh mal nachsehen. Au, 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 au. Au, 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 au. Lass mich bloß in Ruhe. Alter. Nee, steh mal auf. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Und ich kann mich leider nicht, nee, ich kann mich nicht. Das war zu viel des Guten. Ich hätte doch noch, Verbände herstellen sollen. Alles klar, ging die ganze Sache nach hinten los. Scheiße eigentlich.
Guck mal, da steht sowas für mich. Ist doch für mich, oder? Nee, ist nicht für mich. Schade. Ja, aber so kann ich da jetzt nicht rein, oder was? Irgendwo. Scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Ah ja, hier stimmt. Im Unterschlupf, da gibt es ja immer so einen Dude, der halt Sachen verkauft. Achso, nicht immer, aber meistens. Komme ich da durch? Nee, bin ich so fett. Ich bin zu fett. Zu fett. Dann nehmen wir den Haupteingang. Hier steht keiner, das war so klar, ja? Doch, da. Alles klar. Hallo. Das ist wieder Ricky, so wie beim letzten Mal. Davon hätte ich gerne jede Menge. Oh, guck mal, sind sogar günstiger. Was ist das überhaupt für eine Währung, was wir da haben? Kaufe ich trotzdem alle. Keine Ahnung. Irgendwas mit einem Stern, weiß ich nicht. Wir müssen aber jetzt benutzen. Einmal, ich glaube sogar zweimal. Einmal reicht wohl nicht. Und gleich kommt ein Sandsturm. Aber noch sind wir hier unter. Ich denke mal, das müsste uns etwas Schutz geben. Obwohl, wenn wir uns jetzt hinsetzen würden. Jetzt haben wir ihn abgebrochen, oder? Nee, doch nicht. Okay. Hier ist einmal Munition. Brauchen wir erstmal noch nicht. Da können wir uns hinsetzen, dann können wir regenerieren. An der Tafel ist, ja, Standard. Nichts Besonderes. Aber darauf wollten wir heute nicht hinaus. Das machen wir ein andermal, wenn wir einfach mal blöd rumstehen und nicht wissen, was wir machen sollen. Okay, dann setzen wir uns hier hin. Und ich würde sagen, wir, ja, warten den Sandsturm ab, bis er vorbei ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Okay. Und jetzt, wo wir besser ausgerüstet sind mit Verbandzeug, können wir uns den, die Markierung mal ansehen, was ich da markiert habe. Ich hoffe, das zu finden, was ich suche. Was ich erhoffe zu finden. Gut, denn bis gleich. So, sieht wieder friedlich aus. Und ja, dann können wir halt aufstehen und weiter. In diese Richtung wollen wir. Alles klar. Dann wollen wir mal. Das sind so viele, ne? Also, für meine Verhältnisse sind ganz schön viele. Wenn ich einen abknalle, sind die anderen nicht weit, oder? So. Lad mal schneller. Weg. Der auch noch. Also, der ist einfach nur hingefallen. Oha. Gut. Einen Schlag hat er frei gehabt. Den hat er natürlich sofort genutzt. Den looten wir ja auch noch. So, damit das nämlich nicht verschenkt ist, was wir da eigentlich erhalten. Wir müssen jetzt einmal durch. Oder wir rennen einmal außen rum. Mal sehen. Vielleicht macht das ja mehr Sinn. Ich weiß es nicht genau. So. Das wird einfach nicht schnell. Du kannst hier nicht einfach mal durchrennen. Auch wenn man es versucht. Hinter jeder Ecke steht einer. So. Aua, aua, aua. Nein, Hilfe. Und dennoch so viel auf einmal. Die sehen alle gleich aus. Sind alle Brüder, wa? Na komm. Ich schlag euch windelweich. Oder er mich. Oh Mann, ey. Da haben wir jetzt ein paar gekauft, wisst ihr, und die sind gleich wieder weg. Einfach nur, weil ich nicht selber auf mich aufpassen kann. Ich glaube, das sollte ich nur noch im Team machen. Irgendwo hin jeden. Also nie wieder alleine. Obwohl, Penny ist ja da, aber die kämpft ja nicht. Ist ja kein Kampfhund oder so. Liegt er da an der Rasse, weil es einfach kein Kampfhund ist? Ah. Oha. Kriegen wir den so? Ja, na klar. Bäm. So, haben wir. Den will ich aber jetzt auch looten. Na klar, Kohle ist drin. Sehr schön. Aua, aua, aua. Das sah jetzt weniger schön aus. Können wir uns mal verarzten. Da vorne ist einer. Zwei sind da. Krieg ich beide? Nein, krieg ich nicht. Natürlich nicht. Aber nicht so. So wird das nichts.
Schade. Zufällig wiederbleiben? Na klar, dann wollen wir da gleich mal nochmal reinreiten. Alles klar, jetzt weiß ich wenigstens, was da abgeht. Und wir müssen... da geht's lang. Und wir müssen... wollen wir Geld ausgeben dafür? Oder diese komische Währung, die wir da hatten? Ich fress mir mal so einen rein. Und wenn das nicht ausreicht, dann müsste ich noch was anderes reinpressen. Der Typ steht da immer noch. Den werden wir einfach mal leer kaufen. Na gut, leer kaufen ist auch falsch, aber... Na gut, dass überall in jedem Unterschlupf ein Ricky rumsteht, der... Wir können gar nicht. Scheiße. Warum nicht? Hat er einen Grund? Weiß es gar nicht. Ich werde halt trotzdem nochmal reingehen. Wenn wir nochmal sterben, dann ist es so. Aber jetzt habe ich wenigstens rausgefunden, worum es da geht. Das sind einfach bloß böse Menschen. Böse Menschen, die Böses wollen. Habe ich das jetzt irgendwie aufgedeckt, die Tatsache? Kick mal eine an, das ist einfach bloß eine Festung. Da ist meine Leiche. Wo bin ich denn? Ach, da drüben, alles klar. Gut, dann wollen wir mal. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Guck mal, der eine Typ, der hat es ja auch versucht. Vielleicht ist er auch alleine, keine Ahnung. Mit dem sollte man sich so ein bisschen zusammentun. Oh Mann, ey, immer so viele Zombies, ey. Kotzt mir ein bisschen an. So, da irgendwo ist eine Kiste sogar. Nimm ich mit. Schnell, 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 bevor der um die Ecke kommt. Zinnerz. Okay. Ich glaube, brauchen wir jetzt aktuell überhaupt gar nicht, ne? So, dann wollen wir mal da gleich wieder rein. Und diesmal nehmen wir die hier. Oha, die ist auch nicht mal ganz fit. Aber ich habe eine neue Tarnung bekommen dafür, also neue Färbung. Färbung. Und zwar ist es die Schneetarnung. Also die weiße, die ist dann halt effektiver, wenn ich im Schnee mich befinde oder so. Okay. Oha, oha, Alter, hier geht's ab. Nein, Hilfe, schieß doch mal. Warum schießt er denn nicht jetzt? Ja, und er steht da neben mir und frisst mich seelenruhig. Den haben wir noch. Herr Club, der wird doch nichts. Oh ne, da sind Soldaten. Soldaten sind böse. Warum sind die überhaupt Soldaten und Zombies gleichzeitig? Vertragen die sich oder was? So wie es aussieht, schon. So, ich werde mich mal hier oben. Aber nicht auf mich. Nee, guck mal an. Die kämpfen auch gegen die Zombies. Sehr schön. Mein letzter Verband, Mensch. Ich bin ganz schön verschwenderisch, oder? Bringt das was? Aber bei voller Gesundheit regenerieren wir ein bisschen, glaube ich, oder? Bin mir nicht ganz sicher. So. Soweit so gut. Das sind die Zombies, die sollen die erledigen. Ich nehme hier die Leute, die da rumsitzen. Fuck. Da sieht irgendwie ziemlich schlecht aus. Ah, und ich habe nicht fortsetzen gedrückt. Bei meiner Zeit. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich werde hier nochmal machen, solange bis ich so ein paar Mal sterbe und dann... Wo sind die denn? Da ist er. Na komm, schieß. Der ist weg. Schnell weg hier. Zack. Und Verband. Oder Notfallverband. Ah, das wird wieder eine Scheiße. Nur weil da irgend so ein scheiß Dreckskerl da... Ah. Donner verblutet. Kacke. Gut, also, den kompletten Rucksack voll mit, Verbandzeug und dann, wird das auch was. Ich glaube, ja, das war nur eine Mission, sag ich mal, meine eigene Mission, um zu gucken, was da abgeht. Weil ich halt das auf der Karte noch nicht irgendwie aufgedeckt hatte. Deswegen, ich wollte es einfach nur wissen. Mehr ist es gar nicht. Und jetzt weiß ich's. Und wenn ich eine Herausforderung suche, dann kann ich da hingehen. Aber wenn da drei Leute stehen, dann die rotzen mich so schnell weg. Da habe ich überhaupt gar keine Chance. So, verwenden. Was haben wir überhaupt? Ah, naja. Geht so. Nimm mal trotzdem. Und ab nach Hause. Ja, und dann habe ich noch gesagt, dass ich irgendwann mal das Häuschen weiterbaue, ne? Mal sehen, wie ich das alles anstelle. Weil ich habe nämlich den Wunsch, alles komplett umzuändern. So. Da sind wir wieder. An dem seltsamen Gebäude. Kein Dach drauf. Offenes Dach.
Hier, das ist verbessert, das nicht. Naja, aber so ist das eben. Ja, immer noch kein Bohrer. Ob wir den Bohrer nochmal finden, weiß ich nicht. Und ja, wo finde ich denn überhaupt die Anzahl von diesen Eventpunkten? Stehen die auch da mit drin? Ich weiß gar nicht. Ist auch egal, erstmal werde ich mich später drum kümmern. Und erstmal gehen wir hier ins Bett. So, denn ja, das war's für die Folge. Das ist jetzt kurz und knapp. Warte kurz? Ja, so in etwa. Und ja, trotzdem, schönen Dank fürs Zuschauen, auch wenn wir nicht viel erreicht haben. Wir haben nur die Tode gefunden. Ja, aber wir wissen jetzt wenigstens, oder ich weiß jetzt wenigstens, was da abgeht und was mich da erwartet. Weil ich ja gar nicht wusste, was da drin überhaupt ist, weißt du? Gut, darum ging es mir einfach bloß, ne? Ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.